Ja, hallo. Wir sitzen jetzt hier zusammen mit Lukas Schulze, ein junger Fotograf, den wir aber eigentlich schon lange begleiten. Und ja, kommt uns immer noch sehr jung vor, weil er sehr jung auch in unseren Nikon-Kosmos reingekommen ist. Und auch du hattest ja schon die Gelegenheit, mit der Z9 einmal, ja nicht um die Häuser, sondern um die Felder zu ziehen, könnte man fast sagen. Und hast noch mal ein paar Bilder mitgebracht. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, in der Mediathek von der Nikon Days findet ihr das Video auch dazu. Und da könnt ihr nochmal sehen, was da gelaufen ist. Aber wir dachten uns, halt, so ein Video ist halt doch immer ein bisschen verkürzt und wir können da nochmal etwas ausholen. Also Lukas, vielen Dank, dass du jetzt auch noch die weite Reise hier jetzt zu den Nikon Days noch gemacht hast, neben dem Shooting. Und ja, natürlich interessiert die Leute, erster Eindruck, Z9, wie war es? Also ich war, erstmal vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Es ist immer eine schöne Sache. Was mich beeindruckt hat, ist, dass Nikon auch hier wieder es geschafft hat, ein sehr robustes Gerät für uns professionelle Sportfotografen zu kreieren, zu erstellen, sodass man eben auch, wenn man die Kamera in die Hand nimmt, eben sofort merkt und auch einfach sich nicht umstellen muss, sondern dass man einfach ein Gerät hat, wo man denkt, dass man es eben schon mal bedient hatte, weil das Menü eben das gleiche ist. Ja, manche Sachen kann man noch besser an sich anpassen, noch besser konfigurieren. Mhm. Aber erster Eindruck war sehr solide, sehr robust und ja, macht Spaß. Genau, ich meine, du bist ja eigentlich schon lange auch mit Nikon-Geräten unterwegs, warst ja auch 2018, war es, glaube ich, bei der Fotokina und hast da auch über deine Arbeit gesprochen. Genau. Und welche war jetzt von den Profi-Bodies, D4, D5, wo bist du da eingestiegen? Ich bin bei der D5 eingestiegen, habe ja, damit Champions League-Finals fotografiert, Fußball-Weltmeisterschaften und bin dann eben auch auf die D6 umgestiegen und freue mich jetzt auf das, was kommt. Ja, sehr gut. Ja, aber ich meine, ich habe das jetzt nochmal so ein bisschen aus der Vergangenheit rausgeholt, weil es ja wirklich auch gerade für dich und deine Kollegen halt, du machst ja viel Sport, hast du gesagt, Champions League, Bundesliga. Und da wissen wir ja, viele von den Nikon-Kollegen haben ja auch eigentlich, ja, mit großem Erfolg auch mit der D6 gearbeitet, während natürlich immer dieser große Spiegellos-Schrei irgendwie von allen Seiten herrschte. Und ich meine, da haben wir auch immer wieder gehört, so 3D-Autofokus bei der D6 ist ja eigentlich gut so. Ja, also das heißt eigentlich gut. Ja. Genau. Also ich fotografiere Fußball nonstop mit 3D-Autofokus, weil ich, ja, wenn ich den ersten Spieler anfokussiert habe, bleibt er auf dem Spieler und ich kann mich dann ein bisschen besser um den Bildausschnitt kümmern. Und ich bin bei der D6 wirklich darauf zu übergegangen, Fußball wirklich nur noch in 3D zu fotografieren, weil das sehr, sehr zuverlässig einfach funktioniert hat. Ja, und ich meine, das ist halt auch das große und gute Stichwort. Ich meine, viele Fotografen haben ja auch bemerkt und zum Teil bemängelt, dass natürlich die Z6, Z7, Z6II, Z7II natürlich den 3D-Autofokus in der Form und unter diesem Titel nicht hatte. Ja. Und der ist jetzt ja wirklich zurückgekommen, auch mit der Z9, ist jetzt auch drin. Und den hast du jetzt halt auch auf deinem oder für dein Shooting, für deine drei Shootings auch benutzt und getestet. Genau. Und ja, im Endeffekt, technisch ist es natürlich was anderes, aber in der Nutzung hast du da jetzt irgendwie, was ist da dein erster? Also ich habe, wie gesagt, bei diesen drei Sportarten, die wir eben fotografiert haben, war das alles ja, Einzelsportarten. Beziehungsweise habe ich die Sportler einzeln fotografiert. War natürlich, Baseball ist natürlich auch ein Teamsport. Aber wir haben uns wirklich auf die Basics konzentriert, das heißt Augenautofokus, Rolling Shutter, der eben bei dieser Kamera nicht mehr vorhanden ist. Genau, und wir haben es, oder ich habe es eben so festgestellt, dass wenn man eben auf eine einzige Person fokussiert, wenn man den mittleren Autofokuspunkt nimmt im 3D-Autofokus, dass der automatisch auf das Gesicht des Sportlers übergeht, auch wenn man aufs Gesicht nicht fokussiert hat. Mhm. Und das ist bei Einzelsportarten, finde ich, sehr erleichternd, weil du eben nicht mehr den Fokuspunkt auf dem Gesicht haben musst oder direkt draufhalten musst, sondern wenn du den Sportler anfokussierst, geht er eben automatisch auf das Gesicht. Und das ist sehr erleichternd. Ja, vor allem wenn halt, ich meine, es gibt ja auch Sportarten, wo die Sportler doch ein bisschen chaotischer rumlaufen. Ich meine, bei Baseball ist es ja relativ klar, wo er hin will oder sie. Und gut, beim Golf ist mit Rennen gar nicht so viel, aber trotzdem natürlich versuchst du da auch das Bild einzurichten. Genau, aber ich stelle mir eben auch beim Tischtennis das relativ simpel vor, weil da geht das auch relativ schnell hin und her. Und wenn du dann wirklich nur dich auf den Ausschnitt konzentrieren musst und der Fokus immer auf den Augen bleibt, dann glaube ich, funktioniert das echt gut, zumal dann beim Tischtennis eben auch 20 Bilder pro Sekunde eben auch erleichternd sind. Ja,
Bevor wir jetzt mal in die Bilder einsteigen, nochmal genauer hinschauen, Stichwort Sucher. Das ist ja auch eine Sache, wo viele Fotografen auch immer noch sagen, ich gebe niemals meinen optischen Sucher her. Und ich kann das auch zum Teil nachvollziehen. Es ist halt immer noch ein besonderer Moment, durch einen optischen Sucher mit einer tollen Linse durchzugucken. Ja. Aber ich selber habe jetzt auch festgestellt, mit der Z9, das ist was anderes, aber es ist ja sozusagen nichts Schlechteres. Es ist eine andere Welt, eine neue Welt. Wie hast du das so erlebt? Ja, man muss auch die Vorteile vom optischen, vom digitalen Sucher sehen, dass man eben das fertige Bild und vor allem auch die Belichtung eben schon sieht. Ich fotografiere nur im manuellen Modus, das heißt, ich richte alles, Belichtung, Blende und eben ISO mache ich alles manuell. Und da ist eben der Vorteil, dass du das fertige Bild im Sucher eigentlich schon siehst, von der Belichtung her. Und ich war erstaunt, wie gut der Sucher ist, weil man eben den optischen Sucher nicht mehr vermisst. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass es eben wirklich wie ein optischer Sucher arbeitet, zumal wenn die Kamera eben die zwei Sensoren übereinander hat, dass du eben auch im Sport ein durchlaufendes Sucherbild hast und die Action eben nicht keinen Blackout mehr hat, sondern eben, dass du eben wirklich das durchlaufende Sucherbild hast, wie eben beim optischen Sucher. Und ja, den optischen Sucher vermissen tue ich eigentlich nicht mehr so wirklich. Okay, das ist echt gut. Das ist halt sehr interessant, weil man denkt halt, man wird was vermissen und ich glaube schon, das Gefühl wird immer noch sein, wenn man eine D6 nochmal in die Hand nimmt und durchschaut, dann wird das schon irgendwie auch noch schön sein. Aber ja, ich glaube, vor allem das Klicken wird noch schön sein. Das wäre erstmal die nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt ja hier die Situation, okay, der mechanische Verschluss ist nicht mehr da. Was hast du jetzt gemacht? Also Golf, denke ich mal, hast du komplett dann auch leise gearbeitet. Genau, oder? Genau. Das ist halt beim Golf der jetzige Vorteil, dass die Kamera eben lautlos ist. Und durch die kleinen Striche am Sucherrand sieht man eben, wenn man fotografiert. Und wenn man wirklich einen Sound haben will, kann man ihn auch einschalten. Aber wenn man eben unauffällig sein will, kann man ihn auch ausschalten. Genau, und tatsächlich, es gibt ja drei Möglichkeiten, sich anzeigen zu lassen, ob ausgelöst wird. Also du hast halt die Striche, die relativ dezent sind, aber wenn man unbedingt möchte, kann man sich ja auch wirklich noch den Spiegelschlag simulieren. Also es kann auch komplett schwarz werden. Sicherlich, ich weiß nicht, für welche Gelegenheiten das sinnvoll ist, aber es wird sicherlich uns... Fürs Feeling. Wahrscheinlich. So, oder für die Umgewöhnung, für die Zwischenphase. Aber es ist schon ganz interessant. Aber hast du jetzt zum Beispiel in einem Fußballstadion, wo es laut und so weiter ist, denkst du, dass du da auch überhaupt das Klicken dir dann anhörst oder glaubst du, das wird irgendwann komplett weg sein, dass man es... Also beim Fußball im Stadion habe ich halt immer das wertgeschätzt, dass es eine Vibration gibt in der Kamera oder ein haptisches Gefühl. Das fällt jetzt eben weg. Das wird auch eine Umgewöhnung sein. Aber... Ja, wenn es funktioniert, ist ja alles super. Also, so soll es eigentlich sein. Wo wir immer noch, wir gehen gleich zu den Bildern und gucken da mal ganz genau hin, aber wenn wir immer noch beim Body sind, ich habe gesehen, in dem Video hast du halt auch, obwohl du ja auch eigentlich durchweg nur durch den Sucher arbeitender Fotograf bist, ich habe aber gesehen, wolltest dich wohl nicht so dreckig machen, hast auch den... Vor allem, weil es geregnet hat. Weil es geregnet hat, aber hast tatsächlich ja auch dann jetzt hier die Möglichkeiten genutzt, sozusagen die neuen Möglichkeiten oder halt natürlich auch die bekannte Möglichkeit des Suchers zu benutzen. Also denkst du auch da, dass vielleicht, wenn du dafür deine Kollegen sprichst, dass das auch noch mehr um sich greifen wird? Dass das denke ich schon, weil aktuell stehen halt die großen Spiegelreflexkameras hinterm Tor, die kein Klappdisplay haben. Vor allem eben für solche Sachen, wenn man funkgesteuerte Kameras einstellen will und sich nicht mehr hinlegen, dann muss man sich halt nicht mehr hinlegen. Und dafür ist es, glaube ich, eine angenehme Sache, das eben so steuern zu können. Oder wirklich einfacher andere Perspektiven einnehmen zu können und das nicht blind probieren zu müssen, sondern wirklich dann mit ein bisschen mehr Präzision das ausrichten zu können. Ja. Du arbeitest ja sehr viel für Presse, beziehungsweise wenn du im Fußballstadion bist und für die Kunden, die du hast, gibt es ja auch bestimmte Bedingungen, unter denen du arbeiten kannst, also die journalistischen Maßstäben und so weiter entsprechen. Was ist denn eigentlich so, also welche Files generierst du während eines Spiels und was machst du mit denen? Also ich denke mal, du sendest auch aus, das konntest du jetzt noch nicht testen, jetzt hier bei diesem Test, aber die Möglichkeiten bestehen ja auch bei der Kamera. Kannst du da mal kurz, also es ist für viele Leute halt immer noch so, ja, ein Buch mit 7 Siegeln, was jetzt die Fotografen da auch machen teilweise. Wenn also es kommt halt immer auf den Auftrag drauf an, den ich im Stadion habe. Wenn ich redaktionell fotografiere, werden die Bilder aus der Kamera in die Redaktion geschickt. Das heißt, ich habe entweder ein Kabel in der Kamera oder bin mit dem WLAN verbunden, sodass ich mich besser auf das Spiel konzentrieren kann und eben nicht nebenher den Computer haben muss. Und wenn ich eben für die DFL und Getty Images fotografiere, dann brauche ich nicht während des Spiels fotografieren, sondern während des Spiels fotografieren, natürlich nicht senden. Das wäre ganz gut, wenn du ein paar Bilder machst. Ne? Ja. Und
da brauche ich halt diese Sendefunktion nicht, aber kann mich halt auf schöne Bilder konzentrieren und ja, freue mich dann einfach auch, den Autofokus so in voller Gänze nutzen zu können. Hm. Und das, weil ich eben beim Fußball auch gern offenblendig fotografiere. Ich fotografiere viel mit dem 400er, mit dem 105er und mit dem 28er, und immer alles bei Offenblende. Und ich glaube, dass es da einfach noch besser funktionieren wird, vor allem mit Blende 1.4 fotografieren zu können, wenn der Jubel auf dich zukommt und wenn dann der Fokus dann auch noch aufs Gesicht automatisch umspringt. Ja, gucken wir mal. Genau, aber wenn du sendest, sendest du halt auch dann JPEGs raus. Genau, ne? Also RAWs senden wir eigentlich nicht raus. Ja. Das dauert einfach zu lange und ist fürs Redaktionelle auch nicht unbedingt notwendig. Und dann ja, fotografiere ich JPEG und RAW gleichzeitig, ja, weil ich die RAWs dann für mich behalte. Und wenn wirklich ein schönes Bild dabei ist, wo man wirklich noch die letzten Sachen rausholen will, mhm, dann kann ich das RAW noch verwenden. Aber ansonsten, wenn ich redaktionell fotografiere, eigentlich hauptsächlich JPEG, wenn ich rausschicke. Ja. Also aus der Kamera. Und wenn ich selber im Nachhinein editiere, fotografiere ich trotzdem RAW. Ja. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ist natürlich so, im Vergleich zur D6, die Datenmenge ist eine größere. Mhm. Denke ich mal, werdet ihr wahrscheinlich auch im Laufe dann... Wobei, ich habe gesehen, bei der Pixelanzahl sind die RAWs 33 MB groß. Das ist ja eigentlich gar nicht so groß. Genau, es gibt ja verschiedene Komprimierungsmöglichkeiten. Mhm. Es gibt jetzt eine neue Komprimierung, die halt wirklich dann verhältnismäßig klein ist. Mhm. Und vor allem, wenn man das dann mit der hohen JPEG-Qualität vergleicht, sind die Dateigrößen wirklich nicht mehr groß unterschiedlich bei der Auflösung. Das ist ganz spannend, aber da warten wir natürlich auf euer Feedback dann aus dem täglich oder aus dem Alltag und aus dem. Wie viel Belichtung machst du so bei einem Fußballspiel im Schnitt? Kannst du das sagen? Ich denke mal zwischen 2.000 und 2.500. Das ist so ein Fußballspiel. Das ist aber, glaube ich, noch wenig. Also es kommt auch immer wirklich aufs Spiel drauf an. Mhm. Manchmal wartet man wirklich die erste volle Stunde, 20 Minuten, dass man überhaupt einen Zweikampf kriegt. Und bei einem Topspiel ist es dann halt so, dass du wirklich viele Zweikämpfe, viele Kopfbälle hast. Und auch wenn 5 Tore fallen auf meiner Seite, dann kommen natürlich auch ein paar Bilder zusammen. Ja. Das ist wirklich immer spielabhängig, aber ich denke mal so 1.500, 2.000 sind es mit Muss pro Spiel. Ja, und ich meine, das ist ja auch insofern spannend. Natürlich wissen wir, D5, D6 haben viele 100.000 Auslösungen, auch die Verschlüsse überlebt. Ich glaube, manche haben auch 1 Million, das passt schon. Genau, das geht schon, aber natürlich ist jetzt auch dieser Aspekt weg. Also wir gehen davon aus natürlich, dass diese Kamera, was das angeht, mechanisch eigentlich noch unzerrüttelbarer ist, als eigentlich eh schon gewohnt war. Da sind wir halt auch ganz gespannt, was dann so an Feedback von euch Fotografen kommt. Aber lass uns doch mal schauen, was du da so getrieben hast. Wir haben ja eine große Auswahl von Bildern, hast du uns mal mitgebracht, auf die wir mal schauen können. Sollen wir mal mit den Golfbildern beginnen, die ja insbesondere spannend sind. Die Frage, die sich ja auch viele stellen, ist, wie schnell liest der Sensor aus? Stichwort Rolling Shutter. Und da ist ja Golf eigentlich die Sportart, die beim elektrischen und beim Silent Shutter eigentlich die Problemsportart ist. Nee, genau. Es kommt nicht auf den Schläger an. Manche Schläger sind natürlich relativ starr, manche flexibel. Das sieht man natürlich auch auf den Bildern, aber es ist natürlich kein Vergleich zu Bildern vom Rolling Shutter, wo denn der Schläger auch langgezogen ist, sondern hier ist es wirklich die Belichtungszeit. Ich glaube, hier hatte ich irgendwie eine 2000stel Sekunde und die Sportgeräte sind einfach nur ultraschnell. Aber ich finde es gar nicht schlimm, weil man eben auch noch so ein bisschen Bewegung im Bild hat. Und der Vorteil beim Golf ist einfach wirklich, dass du jetzt lautlos sein kannst und den Aufschlag bzw. den Aufschwung und den Abschlag durchgehend fotografieren kannst, dich nicht mehr auf das eine Bild oder auf den Abschlag konzentrieren musst, weil du sonst einfach den Sportler in der Konzentrationsphase störst. Und das fällt jetzt eben komplett weg. Und dadurch kannst du einfach durchfotografieren und dir nachher das beste Bild einfach aussuchen. Hast du da auch mal den Buffer so ausgereizt oder bist du jetzt auch gerade bei diesen Golfsituationen an Grenzen gestoßen? Oder? Beim Golf jetzt nicht, weil da ist maximal 1 Sekunde, die du durchfotografierst. In den Buffer bin ich bis jetzt nicht gekommen. Werden wir mal sehen, vielleicht beim Fußball. Warten wir mal ein paar lange Vorjubel ab dann in den nächsten Tagen und Wochen, wenn es dann da losgeht. Genau. Aber da sind wir eigentlich relativ optimistisch, dass man da recht lange auf den Auslöser drücken kann. Das vermute ich, ja. Also das ist auch einfach hilfreich, weil wenn du 20 Bilder pro Sekunde hast, dann ist halt 1 Sekunde schnell voll mit 20 Bildern. Und vor allem, wenn du RAW und JPEG gleichzeitig fotografierst, da sollte es dann wirklich schon so sein, dass man 5 Sekunden problemlos durchfotografieren kann. Ja. Wenn nicht sogar noch fast mehr. Das wäre schon echt hilfreich.
Ja, da gehen wir mal von aus und sind gespannt, ob wir euch davon auch überzeugen können. Du hattest ja auch tatsächlich, wir haben ja auch die Situation 120 Bilder pro Sekunde mit JPEG 11 Megapixel, zwar nur in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, wenn man wirklich auf das eine Bild, was man wirklich sucht, beharrt, dass man das mit der Funktion finden sollte. Also es ist ja eigentlich wie Slow Motion. Und das macht schon Spaß, wenn man das wirklich anguckt, dass man sich hier wirklich jedes einzelne Bild aussuchen kann. Es sind jetzt zwar wirklich nur 11 Megapixel und ist auch nur JPEG, aber ich glaube, wenn man im Redaktionellen auf dieses eine einzige Bild hofft, dass es dann für online und auch für den Druck in der Zeitung völlig ausreichend ist, wenn man formatfüllend fotografiert. Und hier kann man sich wirklich jedes einzelne Bild aussuchen und das macht schon Spaß mit anzugucken. Ja, ich meine, da ihr ja als Sportjournalisten, Sportfotografen ohnehin mindestens mit zwei Kameras unterwegs seid, denkst du, es macht dann auch wahrscheinlich Sinn für solche Situationen, einfach mit einer Kamera die 120 Frames durchzufeuern als Remote? Oder? Also als Remote kann man sich das schon, ja, beim Golf ist es jetzt schwierig, Remote-Kameras aufzustellen. Ich glaube, das macht man nicht. Ich bin jetzt nicht der erfahrenste Golffotograf. aber... Ja, beim Fußball sind 11 Megapixel vielleicht als Remote-Kamera nicht ganz so viel, weil man da doch schon viel croppt hinterm Tor. Aber wie gesagt, formatfüllend, wenn man da eine Remote-Kamera hat, fällt mir jetzt nichts ein, aber vielleicht beim Basketball tatsächlich, aber gut, ja. Muss man von Situation zu Situation unterscheiden. Ich denke mal, es eröffnet ja auch ganz neue Möglichkeiten über die Flammen. Ja, man muss vielleicht auch anders denken einfach, dass man vielleicht dadurch eben auch andere Ideen im Kopf hat und das entwickelt sich mit der Zeit, wenn man das ein bisschen länger einsetzt. Dass man da vielleicht einfach noch einen Schritt weiter denkt. Mal gucken, was bei rumkommt. Genau, du hattest ja auch noch so ein Close-Up gemacht, oder? Mit der Framerate. So, das waren hier auch mit dem Schläger nochmal, genau. Genau, das ist natürlich. Also, das ist jetzt auch mit 120 Bildern pro Sekunde. Auch wenn wirklich nur drei Bilder drin sind, aber da sieht man mal, wie schnell so ein Golfschläger geschlagen wird. Oder geschwungen wird, ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Ich schieb gerade mal den Pfeil zur Seite, dann können wir noch besser sehen, was da auf dem Ball steht. Perfekt vorbereitet. Nee, genau. Also das, ich habe jetzt hier auch mit einer 8000stel, glaube ich, fotografiert. Oder sogar 10000stel, das ist ja jetzt alles möglich. Ja, du kannst ja bis 32000stel tatsächlich belichten. Also das, ob man das irgendwann ausreizt, weiß ich nicht. Muss man sehen. Aber gut, ihr hattet jetzt natürlich auch schlechtes Wetter, wenn der nächste Golf, das nächste Golfturnier irgendwie im Süden ist. Oder, genau, vor allem wenn die Sonne scheint, dann kommt man erstmal von den ISO 10.000 weg. Ja. Muss man sehen. Aber das ist schon ganz interessant mit anzugucken, was man mit 120 Frames per Second einfach erreichen kann. Was natürlich auch eine große Frage ist, die sich viele von deinen Kollegen stellen, aber auch gerade die Fotografen, die auch im Moment mit den großen Bodies unterwegs sind, Wildlife, Stichwort lange Linsen. Ich meine, du hattest jetzt auch 600er, hast du schon angesprochen. Da ist halt so eine gewisse große Fragezeichen, wie funktioniert das? Wie war jetzt deine Erfahrung mit den langen Brennweiten? Also vom Autofokus her habe ich keine Verlangsamung gemerkt. Das funktioniert super. Ich habe da einfach keinen Unterschied gemerkt. Es ist halt zwar eine neue Kamera, aber du denkst halt, du hast immer noch die alte von der Funktionsweise her und auch vom Ansprechverhalten. Für mich gab es keinen Unterschied. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ja. Und vor allem die 20 Bilder macht halt auch mit. Oder eben 30, wenn man im JPEG fotografiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen. Ich denke, das ist auch eine Sache, wo ich die Fragezeichen verstehen kann, die Fotografen haben, weil man es sich halt schwer vorstellen kann. Aber ich meine, das spricht halt auch einfach für die Motoren, die in den Objektiven schon verbaut sind. Und auch gerade die langen Brennweiten sind ja schon immer top of the game gewesen, also auch im Vergleich zu den Mitbewerbern und können das halt auch wirklich liefern. Und das wollen wir halt natürlich noch mehr von dir und deinen Kollegen weiterhin überzeugen, dass es halt wirklich gut funktioniert und dass halt der FDZ-Adapter da ja auch einfach genau das macht, was er machen soll. Genau, dass man eben die älteren Objektive mit der neuen Technik problemlos einsetzen kann. Da gibt es echt keine Unterschiede. Das klingt doch schon mal sehr gut. Was hast du uns noch zu zeigen? Wir waren noch beim Baseball. Und da haben wir auch mit Augenautofokus ein wenig gearbeitet. Das sind, glaube ich, jetzt inzwischen, 30 Bilder pro Sekunde. Weiß ich jetzt gar nicht, ich vermute.
Also er hat eben auch bei dieser Sonnenbrille auf die Sonnenbrille fokussiert. Das hat er eben im Sucher eben auch gut angezeigt. Ja. Und auch wenn der Helm tief im Gesicht ist, kommt man da halt auch auf eine sehr akzeptable Schärfe. Ich glaube, das war jetzt auch ISO 4000, weil wir irgendwie mit der 2000stel belichten mussten, ja. Und Blende 4 hatten. Aber auch hier, wenn man da reinzoomt, ist das von der Schärfe her vergleichbar mit einer Spiegelreflexkamera. Ja, obwohl eben, genau, ja. Weil, aber eben mit dieser Kombination ja. älteres Objektiv oder kein Z-Objektiv, aber trotzdem es einfach akzeptabel ist. Ja, also akzeptabel klingt jetzt so ein bisschen so, ja gut, gut, ja. gut genug, aber im Endeffekt ist es ja so, man muss ja wirklich sagen, ich meine, das ist jetzt noch die Kamera gewesen, die sozusagen Vorproduktion mhm. war und die, also sagen wir mal, die Gesamtumstände waren ja alles andere als, sagen wir mal, baseballtauglich. Ich glaube, genau. Du hast auch Glück gehabt, dass die Jungs überhaupt bei dem Wetter sich da ja. aus Feld. Ja, sie haben halt gesagt, weil auch Pfützen auf dem Feld waren, bei so einem Wetter spielen wir halt nicht, ja. aber ja. Haben sich trotzdem für mich echt ins Zeug gelegt. Ja. Und in dem Video haben wir halt auch gezeigt, dass wir, das war halt keine typische Baseball- oder keine Fotoposition beim Baseball, weil das ja nicht machbar ist, da so dicht dran zu gehen. Ja. Aber wir haben halt versucht, weil ich es wirklich mal wissen wollte, wie gut das wirklich funktioniert, in Verbindung eben auch mit den Z-Objektiven. Ja. Und haben 50 mm Blende 1,2 genommen. Und haben, dort habe ich auch wieder den 3D-Autofokus verwendet. Und da ist er eben auch automatisch aufs Gesicht gegangen. Und wenn wir hier mal ranzoomen, ist es bei 100% bei Blende 1,2. Das können wir auch bei dem Bild machen. Können das aber auch bei dem Bild machen. Und hier hat er wirklich bei jedem einzelnen Bild mitgezogen. Und es ist einfach, ja, für mich war es sehr erstaunlich, dass das so gut harmoniert hat. Mit ja. 50 mm. Genau, und ich meine, das ist ja so der klassische Problemfall eigentlich. Eine laterale Bewegung auf die mhm. Kamera zu ist ja immer schon kritisch gewesen, auch und ja, insgesamt für Kameras das mitzumachen, halt diese Bewegung einzuschätzen. Mhm. Und gerade bei Blende 1,2 ist er echt beeindruckend. Also ja. Ich meine, für mich auch interessant, dass das eben so zuverlässig funktioniert, weil wenn ich im Spielertunnel Sportler fotografiere, ist es relativ dunkel. Ja. Und bis jetzt hat der Autofokus mit dem 50er so gut funktioniert, dass ich da noch bessere Ergebnisse und auch vor allem noch ja, einfach zuverlässiger noch arbeiten kann. Ja, und da freue ich mich einfach darauf, das wirklich auch in der Praxis und nicht undercover auszuprobieren. Genau, das ist jetzt ja bald dann endlich soweit. Was ist denn, hast du schon irgendwas jetzt in der Planung oder irgendwelche Ideen, die du jetzt umsetzen würdest, wo du vielleicht tatsächlich sagst, das mache ich jetzt mal anders, als ich es gewohnt bin? Also Thema Spielertunnel hast du jetzt ja schon genau. angesprochen. Also im Mannschaftssport kann ich es wirklich erst vergleichen. Da bin ich echt interessant, bin ich echt gespannt, wie es im Mannschaftssport sich verhält, wenn wirklich noch viele Leute zwischendurch rennen und ob der Autofokus immer aufs Gesicht geht, wo man möchte. Das funktioniert bei Einzelsportarten sehr gut oder bei einzelnen Sportlern. Ja, Eckstöße sind immer ein großes Problem, weil da immer sehr viele Gesichter zu sehen sind mhm. und da ist auch das Können des Fotografen, wird auch dort immer eine Rolle spielen, wo man eben den Ball vermutet, wo er hinkommt und welcher Spieler, der in der Luft ist, eben den Ball köpft. Aber das werden wir einfach mit der Praxis sehen, ja, wie gut es funktioniert. Hat dich denn irgendwas so total überrascht? Und ja, also einerseits überrascht, wo du gedacht hast, warum ist das jetzt so oder mhm. das hätte ich jetzt nicht gedacht? Also ich wusste, bis ich die Kamera in der Praxis nicht genutzt hatte, oder noch nie in der Hand hatte, wusste ich von den 120 Frames nichts. Das war überraschend. Was mich aber noch mehr, ja, wo ich mich mehr drüber, noch mehr drüber gefreut hatte, war, dass man wirklich so viele einzelne Knöpfe für sich selber konfigurieren kann. Das heißt, den Play-Button, der für alle Nikon-Fotografen immer links oben war, ist eben jetzt rechts unten und für meine großen Hände ist das nicht ganz so optimal, mhm. kann aber die Play-Taste jetzt wieder links oben auf den Schlüssel legen, wenn ich quasi fotografiere, kann ihn aber gleichzeitig in der Wiedergabe auch als Schlüssel verwenden. Das heißt, wenn ich fotografiere, klicke ich links oben auf den Schlüssel, komme in die Wiedergabe und während der Wiedergabe kann ich auf den Schlüssel klicken und das Bild schützen. Dass du quasi zwei verschiedene Modi hast, wo du was konfigurieren kannst. Einmal beim Fotografieren und einmal bei der Ansicht. Ja. Und
Das ist auch mit den Qualitätstasten oder mit der Weißabgleichstaste so. Während des Fotografierens kannst du das ganz normal so verwenden, wie es dort steht. Ja. Kannst aber in der Wiedergabe dort, glaube ich, sogar auch den Schlüssel drauflegen oder eben auch sagen, dass du mit einem Knopf senden willst. Und das bereitet, glaube ich, als erstes ziemlich viele Kopfschmerzen, weil du nicht weißt, wie du das machen sollst. Aber wenn man das lange praktiziert, dann weiß man nachher, glaube ich, oder will man nachher intuitiv das eingestellt haben und dann kannst du es halt so konfigurieren, wie du es wirklich willst. Oder auch auf den, ich habe zum Beispiel die Play-Taste halt immer auf dem Mittelfinger, weil ich das dann einhändig machen kann. Ja. Und ja, es ist. Genau, also auf dem Mittelfinger rechte Hand vorne. Genau, auf der Funktionstaste. Genau, also Funktionstaste 2 in diesem Fall. Ja. Genau, dass ich quasi direkt nicht die zweite Hand an die Kamera nehmen muss, wenn die am Objektiv ist, sondern dass ich einfach am Mittelfinger habe und einfach sofort in die Wiedergabe komme. Genau, und das sind dann auch diese Kleinigkeiten. Ich meine, hier die 3 Funktionstasten sind halt super gut erreichbar, aber auch dann die mittlere hat dann halt eine Wölbung drin. Genau. Das ist halt auch einfach für das Muskelgedächtnis auch von den Fotografen extrem wichtig, dass es da ist. Genauso halt auch wie hier die Autofokus-Funktionstaste. Also es ist einfach für vieles, also ich meine, das ist ein Feedback, was wir jetzt immer wieder hören. Mhm. Überraschend ist eigentlich, wie vieles so ist wie gewohnt und trotzdem irgendwie noch einen Schritt weiter geht. Ja. Auch diese Funktionalität halt natürlich des Touchscreens mit Dinge versenden und so weiter. Wobei, und du hast es ja schon angesprochen, ihr natürlich auch unter Situationen arbeitet mit Handschuhen und so weiter, dass das nicht immer gangbar ist. Aber ich glaube, diese Kopfschmerzen sind hoffentlich positive Kopfschmerzen, die du dir und deine Kollegen... Ist auch für einen gewissen Zeitraum, weil man es nachher irgendwann eingestellt hat und weiß, wo jeder Knopf welche Funktion hat. Das ist, glaube ich, bloß am Anfang, weil man eben so viele Möglichkeiten hat, dass man sich darüber den Kopf zerbricht, wie man jetzt am besten diese Position belegen will. Aber ich glaube, wenn man sich da eingegroovt hat, ist das echt hilfreich. Ja, und ich glaube, ich meine, das ist jetzt ja wirklich nur ein allererster Eindruck. Ich freue mich schon darauf, wenn wir uns vielleicht in 1-2 Monaten nochmal unterhalten. Ich weiß, du hattest ja auch eine Situation, glaube ich, mit einem Diskuswerfer oder so fotografiert. Und ich habe halt auch nochmal im Durchwühlen jetzt gesehen, dass es ja auch da Möglichkeiten gibt, dann Verzögerungen von wann springt das Gesicht weg auf das, was im Vordergrund liegt. Das kann man ja auch alles irgendwie einstellen. Und ich denke, das geht natürlich nur, wenn man es auch mal testet. Genau, da braucht man wirklich viel Zeit, muss ich wirklich mal Zeit nehmen. Das einzustellen. Bei mir ist es immer so, wenn ich eine neue Kamera habe, habe ich immer alles relativ gleich eingestellt. Es sei denn, es kommt halt eine Sportart, die ich sonst nie fotografiert habe, dann muss ich noch wieder rumprobieren. Aber ich bin so der Typ, dass ich mit einer Einstellung relativ viel fotografiere. Und wollte trotzdem mein Geld mit bei. Das klingt doch gut. Dann lass uns doch dabei verbleiben. Und ich bin gespannt dann auf dein Feedback, wenn du dann auch wirklich mal, ohne dich verstecken zu müssen und bei guten Bedingungen dann tatsächlich mit der Z9 in die Stadien und Hallen dieser Welt ziehst. Wünsche dir jetzt viel Glück auf jeden Fall weiterhin für alle Sportevents, die dann noch kommen, auf dass die auch alle noch weiterhin so weitergehen. Und bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal unterhalten und was du dann noch zu berichten hast an neuen Erfahrungen halt wirklich aus dem Alltag. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Dann, falls ihr das Video noch nicht angeschaut habt zu den Shootings von Baseball und Golf und Turn war ja auch dabei, sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Ja. Schaut es euch an, super spannend anzuschauen und macht Lust, selber die auszuprobieren. Eben. Okay? Macht's gut. Ciao.